ein altes Nokia, was er sich in den Arsch geschoben hat. Ja. Das ist ja ganz ungewohnt, Tino, was du hier machst. Du sitzt auf der anderen Seite und irgendwie ist das Mikrofon plötzlich auch ganz anders. Das ist jetzt bestimmt hier nicht perfekt gebalanced, was so Ton angeht. Ich will auch tauschen, aber ich dachte, heute bin ich mal angenehm rechts, weißt du? Angenehm da, obwohl ich auf der linken Seite, ja. Du bist heute mal links von mir. Das ist was ganz Neues. Das könnt ihr auch gar nicht sehen heute, ne? Heute ist mal wieder nur Hörpodcast. Oh, stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber ist doch voll okay, oder? Ja, ist okay, aber... Mach mal die Augen zu. Es ist schon auch ein geiles Feature, wenn die Leute unsere Dreckslarven sehen können, aber jetzt bin ich zu faul. Ihr macht die Augen zu, Leute, und stellt euch einfach Robin und mich in schicken Anzügen vor, in Smokings, ne? Haben wir. Wir sitzen mit zwei Rotweingläsern und Waschbärhüten auf. Das sind unsere Namen. Rotweinglas und Waschbärhut. Ja, willkommen. Ein saftiges Aloha von der Dattenautobahn, von uns zwei beiden. Wir möchten euch hier begrüßen in unserem kleinen Stell dich ein. Wir lassen die letzte Woche Revue passieren für euch und ordnen sie kritisch ein und benoten sie am Ende. Oder auch unkritisch manchmal. Manchmal auch unkritisch, aber das nur bei Judenhass. Nein, natürlich nicht. Das war ein Spaß. Aber davon gibt es scheinbar diese Woche ein bisschen was, weil irgendwie auf Twitch ist schon wieder der Teufel los. Und ein bisschen auch nicht mehr, weil Leute gebannt wurden und dieser Teufel kann jetzt quasi nicht mehr los sein. Spoiler. Ja, all das und Thomas Gottschalk verteilt weiter Schellen. Es wird auf jeden Fall wieder eine richtig runde Sache. Tote Boyband-Stars. Ja. Dann ein fast toten Disney-Star. Also heute geht es auf jeden Fall rund hier. Schade. Und es gibt wieder einen Schachskandal. Na, also die Schachskandale die letzten Jahre, die stapeln sich ja wirklich. Ist echt so, ja. Was ist denn der Schachskandal? Es gab doch vor zwei Jahren gab es diesen Skandal bei der Weltmeisterschaft, dass einer betrogen haben soll. Mhm. Denn der hat so perfektes Spiel gemacht, was eigentlich nur ein PC sonst eigentlich hinbekommt. Und da wurde ihm vorgeworfen, dass er einen Analvibrator gehabt haben soll. Ein Analvibrator? Genau, und der hat ihm quasi kommuniziert, wie er das machen soll. Okay. Wurde wohl fremdgesteuert und der so. Der vibriert dann quasi, zieh auf 8H und dann vibriert das 8-mal hintereinander, oder? Man weiß es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat man rausgefunden, er muss betrogen haben und es war ein Verdacht. Ich weiß ja nicht, wie der letztendliche Ermittlungsstand war, aber das war ein Riesenthema in der Schachwelt, in der ich ja ganz, ganz tief drin bin. Aber ich finde, wer das mit einem Analvibrator macht, der gehört irgendwie auch ganz nach oben. Der hat es verdient. Der hat es verdient. Das ist wie so jemand, der mit einer Nagelschere es schafft, um ein Flugzeug zu entführen oder mit einer Shampooflasche. Dann ist er aber auch echt das verdient. Das sind die greatest Sportler unserer Zeit, die sowas schaffen. Da kann ich verweisen auf den Podcast Skandal, Skandal. Den höre ich gerade sehr gerne. Mhm. Wo so zwei Personen halt verschiedene Menschheitsskandale besprechen. Manchmal auch über drei Folgen hinweg. Milli Vanilli wurde besprochen in den ersten Folgen. Jetzt gab es auch einen Fall von einem Quizshow-Betrüger. Ja, das mit dem Schachding müsste dann aber Anal-Anal heißen in dem Fall. Anal-Anal, genau. Mhm. Vielleicht wird das auch noch aufgenommen. Ja. Und das war eine Folge, wo ein Quiz-Kandidat bei Wer wird Millionär in Großbritannien, glaube ich, er hat durch Husten quasi Infos bekommen. Genau. Im Publikum so. Genau, und auch ein anderer Kandidat, der hinter ihm saß, auch hat auch mitgemacht. So. Und es gibt Möglichkeiten zu betrügen bei solchen Geschichten. Und warum hat er das gemacht? Weil der nicht von Thomas Gottschalk großgezogen wurde, weil wenn bei Thomas Gottschalk das Kind mal hustet, wird dem gleich die Kniescheibe rausgetreten. Da gibt es Schellen, ja. Mhm. Aber was ist denn jetzt der neue Schachskandal? Das war der alte, oder? Ach so, ein Schachspieler ging wohl verdächtig häufig zur Toilette. Naja, gut. Und zwar der 22 Jahre alte Kirill Shevchenko, Kirill Shevchenko soll betrogen haben. Und dem bin ich immer noch sauer, dass er 2007 unsere Halle niedergerissen hat. Kirill, ja, das stimmt, das war unfassbar. Der Arschloch. Während Kirill damals gewütet ist, dieser Sturm, lag mein Nokia-Telefon im Garten meiner Eltern, weil ich es vergessen habe. Und dann bist du abends wieder zurückgekommen, da war da so ein Loch im Boden, so ein... So sah es aus, der Gartner verwüstet, aber das Handy hat überlebt, ohne Scheiß. Akku war noch aktiviert und so. Richtig geil. Es wird gerade noch ermittelt zwischen Shevchenko, aber es ist wohl relativ klar und wir dürfen gespannt sein. Ja, was hat er auf dem Klo gemacht? War kacken gegangen oder was? Er hat halt nachgeguckt irgendwie. Der wiederum hat keinen Preis verdient. Wenn der keinen Dildo auf dem Klo hat, dann tut mir leid. Keine Bonuspunkte von mir. Das berichtet auch sogar chess.com, ja, wenn die das berichten.
Das ist auf jeden Fall meine einschneidende Newsquelle jede Woche. Ja, aber ganz oft pullern und oder auf Klo zumindest ist auch lange verschwunden, wie manche auch bei uns zur Abiturprüfung damals, aber es ist eine andere Geschichte. Ja, und hat der Schiedsrichter jetzt irgendwie beauftragt, dass man das mal überprüfen soll. Was wir auch mal überprüfen müssen, ist unsere Aktualität. Du hast es jetzt hier in dem Fall geschafft. Achso, ganz kurz. Und zwar hat man wohl auch ein Mobiltelefon gefunden auf dem Klo, wo eine handschriftliche Notiz war mit bitte nicht anfassen. Vielleicht hat er da zufällig ein altes Nokia, was er sich in den Arsch geschoben hat. Ja. Im Klo. Und dann über die Vibration hat er gesagt, mach die Überleitung nicht kaputt, die ich hier so geil gerade gemacht habe. Tut mir leid, jetzt darfst du gerne. Ich war noch nicht ganz durch, aber jetzt bin ich durch. Nein, wenn da noch was ist, sag das gerne. Nee. Aber wir haben ja letzte Woche nur so einen halben Podcast gemacht, eher ein Viertel, weil ein Zwiebelmarkt war. Ein Drittel war es fast, oder? Naja, 15 Minuten. Ach, dann also wenn nicht. Ich das mal hochrechne, ist es ein Viertel, glaube ich. So weit komme ich noch. Wie unser Viertelwissen. Die liebste Lassie hat mir jetzt eine Tasse geschenkt, wo das kleine 1x1 drauf ist und da trainiere ich jetzt fleißig. Sehr gut. Und 8x3? Frei 25. Genau, richtig. Was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Wir haben letzte Woche nämlich die Chance verpasst, noch das Hear Me Out anzusprechen. Ja? Das ist ein neuer TikTok-Trend und wir, Brennpunkt Internet, beliefern euch ja auch mit den heißesten neuen Trends. Und Hear Me Out ist jetzt wahrscheinlich schon wieder tot, ja? Weil wir das letzte Woche verpasst haben. Aber ich will es zumindest kurz erwähnt haben. Da geht es nämlich darum, ich glaube in erster Linie fiktive Comicfiguren, Zeichentrickfiguren so aus der Kindheit, mit einem Hear Me Out zu bedenken, im Sinne von, guck mal, das ist doch eigentlich voll sexy, das Vieh. Ah, wie Goldini bei Pokémon. Zum Beispiel. Ja. Oder Aquana. Das weiß ich jetzt nicht, aber Goldini hat ja auch so gesprochen, so Goldini. Das habe ich auch gesehen, so ein das Starmie oder wie das heißt, Sternduo, was weiß ich, in Frankreich hat das so ein Stöhner, wenn das beschworen wird oder was auch immer aus dem Pokéball rausgejisst wird. Ja, und da haben Leute auf jeden Fall fleißig Listen gemacht und ich habe jetzt nicht so viel für mich gefunden, was auch irgendwie kontrovers wäre, also das ist jetzt nicht für mich, aber zum Beispiel Kim Possible, das ist halt so ein bisschen nach meiner Zeit gewesen, aber das ist ja irgendwie ein offenes Geheimnis gewesen, dass die jeder 10-Jährige bumsen wollte. Kim Possible war doch voll unsere Generation, wenn du bist ja 2-3 Jahre älter als ich. Ja, aber tut mir leid, das habe ich nicht mehr geguckt. Ich fand auch den Animationsstil ultra hässlich. Ich habe die Serie geliebt. Ja, freut mich. Ja. Und ist die dein Hear Me Out? Wobei ich dir sagen muss, das ist ja dann gar kein Hear Me Out mehr. Wenn das so Konsens ist fast. Doch, ich fand sie auch als Jugendlicher auch hot, aber auch Ron. Ich habe die beiden voll geschippt und wurde beide, irgendwie fand ich beide cute. Okay, also dein Hear Me Out ist ein Dreier mit den beiden. Ja, wäre cool gewesen. Okay. Also jetzt nicht mehr, jetzt bin ich ja schon 30 und die sind ja Teenager, aber damals, als ich selber noch in dem Alter war, ja, hot. Also die einzige, bei der ich angekommen bin, die ich halt irgendwie, ich würde auch nicht mal hot sagen, sondern einfach so, da hatte ich vielleicht so einen Crush einfach, das war Spinelli von Disneys Große Pause. Oh ja, die war cool. Weil die einfach so eine coole Sau war und allen immer direkt auf die Schnauze geben wollte, wenn die widersprochen haben. So. Ja. Das war einfach cool. Und ansonsten habe ich auch schon geschrieben, das ist dann kein Hear Me Out und hatte keine sexuelle Komponente, aber ich fand halt die männlichen eher immer cool und ich wollte so sein wie die, weißt du, diese ganzen Goliath oder von den Biker-Mäusen da, diese braune, Alter, die waren alle so cool. Nee, ja. ich wollte irgendwie manchmal auch so diese Randgruppentypen sein oder so diese Abgehängten, wie bei Disney's Große Pause, habe ich mich mit Gus identifiziert, zum Beispiel dem kleinen Blonden mit der Brille, der Nerd. Ja. Aber manchmal auch mit Ash Ketchum, weil ich den auch richtig cool fand. Ja, weiß ich nicht, der war so auch so... Weiß ich nicht. Nee, den mochte ich nicht. Aber ich bin auch nicht insgesamt nicht so der Pokémon-Fan, weil die Animation da auch teilweise super lazy war mit ganz wenig Bewegung immer. Die hatten geile Spiele, aber nicht so eine gute Serie, muss man sagen. Ich glaube, in den Kämpfen hat es immer ein bisschen mehr reingehauen. Da war die Animation besser, aber insgesamt halt nicht. Auch so Misty haben ja auch viele gefeiert. So. Die war mir zu nervtypen. Jetzt auch so, ja. Die war so gemein zu Ash immer. Und zu Rocko auch. Deswegen, ich kann, glaube ich, echt nicht so ein kontroverses Hear Me Out aus meiner Kindheit und Jugend liefern. Ach, da gibt es bestimmt einige. Weil die haben ja auch damals schon in die Zeichentrickserien auch Gags eingebaut. Und so, die halt nur die Eltern verstehen, was die Kinder nicht so nachvollziehen können. Und da gibt es sicherlich auch Sachen. Wie zum Beispiel hier, wie heißt denn die? Fillmore. Ich fand es halt auch nach meiner Zeit, das habe ich auch mitbekommen. Nach meiner auch, aber ich habe das jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, weggedrückt, Alter. Weil aber ich fand das so seltsam, wie
krass ernst, die einfach diese Schulaufsicht genommen, die Hofaufsicht genommen haben. Ich war ja auch Schulaufsicht meine Zeit lang. Mhm. Und die haben das so wie, verkauft wie so eine Krimiserie für Kinder. Und das fand ich auch manchmal ein bisschen übertrieben, wie sie ja mit irgendwelchen Randalierern umgegangen sind, die dann irgendwie ins Gefängnis mussten und so. Ja. Ich wollte mal wenigstens raussuchen schnell, was Jackie für Hear Me Outs hatte. Die hat nämlich unter anderem Gregor Gysi genannt. Der ist zwar nicht fiktiv. Nee, nicht. Also den aber gibt's wirklich. Für Jackie ist das ein hottes Gestell. Mann, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Und der Trend ist schon vorbei, dass man halt sagt, hier, halt, stopp. Ich vermute, ich bin ja jetzt nicht so TikTok-firm, aber ich vermute... Das gibt es doch als Rubrik ist. Schon beim ZDF-Magazin Royal. Da gibt es auch dieses Eier aus Stahl-Kids, wo diese, okay. wo, wie heißt sie? Jana oder so? Wie heißt sie denn in der Serie? Das ist quasi die Tochter von Böhmermann in der Serie oder in der Show. Und die macht jede Woche auch, oder auch alle paar Wochen mal, dass sie irgendwelche Kindertrickfiguren quasi so auf die Probe stellt und sagt: Aha, Benjamin Blümchen, denkst du als nur mit kleinen Kindern rum und so. Mhm. Und hinterfragt es auch ziemlich doll. Das ist okay. ziemlich witzig. Das ist auch so ein Hear Me Out. Also ich dox jetzt einfach mal Jackies widerliche Vorlieben aus ihrer Kindheit und Jugend. Die zwei Miniaturboys von Nachts im Museum, der Menschen-Shrek, Triton, also Ariels Vater, Dr. Octavius aus Spider-Man, der Grinch, der Hexenkönig von Angmar, von Herr der Ringe, C-3PO, also dieser goldene Roboter, den fand ich irgendwie so, der Bauchsparfuchs, Robin Hood Disney Edition, Ghostface von Scream und der Ghost Rider. Das ist ja wohl die größte Beleidigung, weil der Ghost Rider, das ist ja einfach nur fürchterlich. Das kenne ich auch noch, ja. CGI. Bei Pokémon gibt es aber auch ganz, ganz viele solche Geschichten, glaube ich, wie dass Professor Eich halt irgendwie immer mit seiner Mutter geflirtet hat, irgendwie von Ash und so. Ja, der heißt nämlich eigentlich Professor Eichel in deine Mama rein. Wahrscheinlich. Mhm. Ne? Da gibt's einiges sicherlich. Wir können bei Pokémon gleich mal bleiben, denn es gab wohl einen großen Pokémon-League. Der erste große Pokémon-League, wo sie... Ach so, wohl also Inzest, nee, nicht Inzest, sondern mit Pokémon-Beziehungen irgendwie im Raum standen. Aber ich hatte gelesen, dass da eigentlich das nicht so geheim war, sondern in ein, zwei Spielen das schon mal angedeutet wurde. Naja, es war ein großer League. Also es gab ganz viele Geschichten, die sich irgendwelche Entwickler ausgedacht haben. So Hintergrundgeschichten zu Pokémon und zu irgendwelchen anderen Figuren. Aber es streitet sich gerade die Fan-Community darüber... Ist es jetzt wirklich irgendwie Teil der Geschichte, wenn es nie offiziell drin vorkam? Weil es sind ja auch nur Entwürfe teilweise und Ideen gewesen. Zum Beispiel, dass irgendwie, was Igelava oder so, irgendein Pokémon aus der zweiten Generation soll wohl irgendwie mit Menschen geschlafen haben und so. Ne? Aber Recht. Das ist ja eine Serie und in dem Manga ist nie vorgekommen. Ich sehe schon, das ist die große Comicfigur-Bumsen-Folge heute. Wahrscheinlich. Und ich glaube aber auch, es ist ja ein bisschen so wie der Erfinder von Klingonisch hier, der das erfunden hat. Der will ja auch selber nicht Klingonisch sprechen, aus Angst, dass er es irgendwie falsch macht. Weil wenn er etwas spricht, was nicht richtig ist, wird es quasi richtig, weil er der Erfinder ist. Deswegen will er kein Klingonisch sprechen, will es eher bei den Fans lassen, bei dem, was er schon in den Büchern hinterlassen hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist erst dann real, wenn die Entwickler selbst die Pokémons bumsen. Das auch, aber auch wenn die Autoren und so, wenn die halt selber sagen, ja, das ist Fakt, uns veröffentlichen wir. Aber wenn ein Leak rauskommt, wenn zwar mal geplantes Pantimos Kinder entführt, ist es halt nicht wirklich passiert, weil es war nur eine Idee. Weißt du, wie ich meine? Ja. J.K. Rowling hat ja auch dann, Jahre nachdem die Bücher rauskamen, hat sie auch diesen Online-Blog gemacht, Pottermore, wo sie auch dann auch so Side-Geschichten erzählt hat und so Hintergründe zu anderen Zauberschulen und so. Um die Welt zu vergrößern und zu erklären. Das ist dann wirklich passiert in der Geschichte. Aber es ist eigentlich nur eine Art von Fanfiction von Entwicklern, wenn diese Stories nie veröffentlicht worden sind. Offiziell zumindest nicht veröffentlicht worden sind. Ja, ich komme gerade tatsächlich nicht auf das Wort. Ach, Canon ist das, was ich suche. Also, wenn etwas Canon ist, das ist offizieller Part. Genau. Also, ist jetzt die Bumserei zwischen den Pokémon nicht Canon? Genau, du? Also ich sage nein, weil es wurde halt nie öffentlich kommuniziert. Das ist sehr schade, aber Canon bringt mich zu Cannonball, zu Dragon Ball, um das nochmal zu erwähnen, weil ich hier gerade sehe, Sparking Zero ist ja rausgekommen, der geistige Nachfolger von den Tenkaichi-Spielen, die hier irgendwo liegen hier in meiner Sammlung, weiß ich nicht, war ich früher großer Fan, hole ich mir natürlich, weil ich ewig schon keine Vollpreisspiele mehr hole, außer vielleicht Dragon's Dogma, wobei das auch runtergesetzt war, Osteraktion war geil, egal, das ist jetzt rausgekommen, nach 14 Jahren endlich mal wieder ein Eintrag in diese Serie quasi. Mhm. Also in diese spezielle Abzweigung der Dragon Ball Spiele.
Und das bringt mich dazu, dass ich Videl auch ganz, ganz toll fand in meiner Jugend. Adel. Nee, Videl ist ein Anagramm zu Devil. Ah. Mhm. Und Adel Tawil, oder wie, wenn du jetzt hier reinwerfen willst, den kannst du aber ganz schnell wieder rauswerfen, ekelhaft. Adel, genau, ja. Ach, Adel wolltest, ja. Adel Tawil. Adel Tawil. Ja, und die war ganz toll, aber die kennst du nicht, ne? Oder? Ach doch, Dragon Ball so ein bisschen, oder? Dragon Ball habe ich geguckt als Kind. Aber das, die Dragon Ball nicht hier Z, sondern. Ich war mehr Dragon Ball Z-Typ, ja. Ja, Videl, die, aber da war auch noch diese Fantasie dabei, weil der Son Gohan bringt dir halt dann seine krasse Action bei, seine Magie sozusagen, ja, seine. Son Gohan? Ja, der Sohn von Son Gohan. Aber der ist auch erst bei Dragon Ball Z dabei. Ja, ja. Videl auch, genau. Ach so, ich dachte, bei Dragon Ball war. Okay, nee. Und diese Fantasie, dass du selber irgendwie so eine Superkraft hast und das dann einem Mädel, was du süß findest, beibringen kannst. Mhm. Das, also diese Vorstellung fand ich als Kind, Jugendlich, was weiß ich, wie alt war ich, als das rauskam, 2003 oder sowas. Du warst 83, glaube ich. 83 war ich da. Das war einfach gut. Ja. Ja. Ich weiß auch noch, dass wir als Jugendliche darauf gewartet haben, dass Dragon Ball GT mal rauskommt. Mhm. Und es hat ewig gebraucht. Dann als es rauskam, war ich nicht mehr drin. Habe ich vor zig Jahren dann mal nachgeholt und fand es jetzt nicht so. Lohnt sich nicht, ne? Hat sich nicht gelohnt für mich. Habe auch eine Folge gesehen, dachte mir so, irgendwie bin ich vielleicht auch zu alt geworden dafür. Ja, zu alt geworden sind wir auch für den Weltkrieg, oder? Der hängt uns doch aus den Ohren raus nach zwei Versuchen. Ja, aber die Weltherrschaft, genau. Nordkorea arbeitet gerade dran. Die schon wieder. Nur um mal hier einen harten Themencut zu machen. Die senden nämlich gerade Special Forces, inwiefern die Special sind, der Special Needs Forces aus Nordkorea, in die Ukraine, um dort zu kämpfen. Die ersten sind schon desertiert und es gibt so Propaganda-Videos und Fotos wie diese Special Forces, die halt super krass sind. Also ich glaube insgesamt 10.000 und 1.500 davon sind so die krassen, ja. Und dann gibt es da halt so Fotos und Videos, wie die so karatemäßig Steine zerschlagen, was man halt so kennt. Das ist schon overpowered, ja. Das ist vor allem ultra nützlich, wenn man da in der Frontline im Schützengraben kämpfen muss. Ja. Das wird denen sehr viel bringen. Du musst es überlegen, ey, die sind noch nie aus ihrem Drecksland da rausgekommen. Sorry, dass ich dieses Land jetzt so übertitel, aber denen geht's halt da nicht so geil. Ja, ich hate nicht die Ländereien, sondern die Politik, die da unterdrückt. Da sind die noch nie rausgekommen, jetzt müssen die direkt an der Front kämpfen. Das erste Mal, dass sie frische Luft haben, die sozusagen. Die wollten ja trainieren, trotz allem. Und jetzt muss Russland tatsächlich auf Nordkorea zurückgreifen, um Menschen zu bekommen. Ja. Spannend. Deswegen habe ich jetzt auch eingeführt, es gibt jetzt auch ein Verbot in Russland, dass man nicht mehr positiv darüber sprechen darf, keine Kinder haben zu wollen. Mhm. Also Anti-Kind-Propaganda ist auch verboten inzwischen in Russland. So wie in Afghanistan verboten ist, Fotos von lebendigen Sachen zu haben. Ist auch neu. Ist auch keine Tiere mehr. Ja, alles, was lebt. Aber diese nordkoreanische Scheiße, ne, die hatten ja irgendwie fast 100 Jahre überhaupt keinen krassen Konflikt mehr. Die haben keine Erfahrung, die können natürlich trainieren, aber dann stehen da diese Generals rum mit irgendwelchen Orden. Wofür haben die denn diese Orden bekommen? Nicht, dass ich das jetzt geil finde, wenn doch, die Amis irgendwie fürs Durchnicken und so und sagen, ja, Kim, ja, Kim. Hm. Ja, cool, du bist jetzt hier irgendwie 50 Jahre quasi auf Abruf. Hier, Orden. Herzlichen Glückwunsch. Ist manchmal so, ja. Habe ich meinen eindrucksvollen Spruch gelesen, als ich noch in der Schule war, und zwar, sie gaben mir eine Medaille, weil ich zwei Männer tötete, und sie entließen mich, weil ich einen liebte. Oh. Das war sehr lieb. Ja. Adolf Hitler liebte der, oder? Genau, der war das. Ja. Hitlers Liebhaber, wer kennt ihn nicht? Ja, das auf jeden Fall von der Frontline, habe auch mal wieder von der Ukraine gesprochen. Der Krieg geht weiter und der Chef der Hamas wurde wohl getötet. Ja, für den geht's nicht weiter. Richtig in Erinnerung habe, Hamas-Chef. Ja, oder? Ja, ist richtig. Der heißt, ja, leck mich am Arsch. Ja, laber keinen Scheiß. Sinwars Abenteuer. Enden so mit einem Drohnenschuss. Ach, tatsächlich. Hamas, nicht. Ja, hör mal, wer da hammert. Genau. Hamas-Chef, ja, Sinwar. Schreibt euch einen gezielten Kopfschuss. Und jetzt feiern natürlich wieder alle. Aber es sterbt nicht ständig von denen ihrer Seite irgendwie die wichtigsten Leute. Ja, das Gute ist ja, dass sie gerade reichlich nachgezüchtet werden, weil wenn deine kleinen Geschwister im Kinderkrankenhaus weggebombt werden, da hast du natürlich Bock, selber Hamas-Führer zu werden. Ja. Andererseits können wir natürlich auch zynisch sagen, ja, jetzt ist das bestimmt vorbei, morgen ist Frieden, weil jetzt ist der nämlich tot. Ich habe so einen Drohnenshot tatsächlich noch gesehen von dem Kollegen, wie er da in so einem Stuhl sitzt, seine letzten Atemzüge quasi irgendwie.
Ein ganzes Video ist davon, ja. Ja, also der wurde da nicht erschossen auf dem Video, es war einfach nur, der saß da in so einem Stuhl drin. Dann macht's Bumm oder so, oder dann ist Cut oder sowas. Ja, irgendwann ist Cut im Video, aber sonst, da hat es keinen Bumm oder so gegeben. Wollen wir noch mehr über Judenzeug reden? Hier dein Twitch-Ding, oder? Ja. Twitch-Skandal. Judenzeug, Alter. Ich mache mich gleich mitschuldig. Ich habe nämlich große... Vielleicht kommt die Thron hier reingeflogen. Ich glaube nämlich auch. Oder hier so ein Pager kommt durchs Fenster reingeflogen. Dann kriegt ihr doch noch einen Podcast mit Bild. Ah, ja. Danke. Bitte Mossad einmal hier Bild für Podcast liefern. Was wollte ich sagen? TwitchCon ist scheinbar schon wieder irgendwie andauernd. Weiß nicht, ob die jetzt wieder in San Diego, wo ist die immer? San Marino, San Pedro Pascal. Amarillo. Ja, genau. San Tropez. Santa Fe. Und da sitzt so ein Panel. Ich habe es nicht 100% verstanden, aber es ist ultra viral gegangen und es ist schon irgendwie komisch und krass, aber ich habe es nicht ganz durchstiegen. Zumindest sind wir... Dann nächstes Thema. Also wir sind Urwilds einzige Newsquelle in der Woche. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen. Ja? Hab schon gelesen in der Gruppe. Also auf Twitch ist der Teufel los. So, zum einen ist TwitchCon und da gibt es einen Ausschnitt zu sehen, wie die bei so einem Panel sitzen und die haben da so eine Tierlist am Rand und das geht von... Ganz oben steht Arab, also Arabisch, dann darunter Arab coded, also wirkt Arabisch. So gelesen, ja. Genau, wird gelesen als dann noch zwei Kategorien und unten steht irgendwie Jude oder Judenliebhaber oder liebt Juden. Irgendwie so ganz komisch, ja. Erstmal, dass das so gerankt ist von irgendwie oben nach unten, es hat direkt einen Geschmäckle und dann du Leute. Du musst doch nicht mal gebildet sein, um zu wissen, dass das ein heikles Thema ist. Und vor allem. Also wenn das eine Person einen Privatstream macht, okay, aber so ein professionelles Panel, wo dann irgendwie so, haha, wir spielen jetzt so ein witziges Spiel und dann werden halt so einzelne Twitch-Streamer da eingeordnet und unter anderem Ethan Klein von ehemals H3 oder weiß nicht, ehemals machen halt keine Videos mehr, sondern nur noch dieses Podcast-Format, der wird dann halt ganz unten ein, der ist halt auch Jude, aber es hat halt trotzdem irgendwie ein Geschmäckle. Mhm. So, und... Noch besser als das, denn da gab es mal Konsequenzen. Asmon Gold, über den haben wir auch schon ab und zu gesprochen, auch einer der Top 10 größten weltweit. Der ist gebannt worden, weil er gesagt hat, die Palästinenser haben einen Genozid verdient. Ja, das ist jetzt wieder ein ganz guter Satz außerhalb eines Kontextes. Ja. Das Ding ist, dass der seine Argumentation in 60 Sekunden selbst aushebelt. Er sagt, die haben eine niedere Kultur. Und Genozid an denen ist in Ordnung, weil wenn die besser ausgebildet und ausgestattet wären, würden die Genozid an den anderen machen und deswegen ist es gut. Ja. Seine Logik ist sozusagen, die würden den schlechten Genozid machen, also ist das gut, wenn wir einen Genozid an denen machen. Ja. Ja, er meint wahrscheinlich, ich verstehe, was er meint, ne? Irgendwie, dass die ja schon interessiert daran sind, irgendwie die Menschen. Ja, aber in Israel auch nicht alle. Also das sind dann die Terroristen, aber noch nicht. Ich verstehe die Logik, aber ich nur sagen, ich weiß, was er meint, aber es ist halt einfach bescheuert. Es ist dumm, es ist völlig dumm. Kein Volk verdient einen Genozid. So. Das ist nett, dass du das mal gesagt hast. Das muss mal gesagt werden, oder? Das ist auch wirklich. Also gut, wenn man so ein bisschen durch Instagram swiped und den richtigen Algorithmus füttert, da wird das immer weniger, selbstverständlich. Ja, klar. Das ist ja wohl völlig verständlich. Also ich habe schon die letzten Male dir gar nicht mehr geschickt, aber langsam wird es halt echt krass, wo dann so wirklich so ein Video ist von so einem Typen, irgendwie Chatterbait oder was es da gibt und der halt wirklich N-Wort an N-Wort droppt und sagt, I hate you und halt mit einem Schwarzen da am Machen ist und das hat halt 20.000 Likes, das kommt nicht durch irgendeinen Filter durch. Das ist für mich dann auch, also ich bin sehr tolerant, was irgendwie schwarzen Humor auch angeht, auch wenn er total dumm und stumpf ist, sage ich, okay, ist jetzt vielleicht nicht witzig oder hat nicht mal eine Punchline oder ist nicht kreativ, aber okay, so, aber das ist ja wirklich einfach, da ist ja nichts, da ist kein doppelter Boden, so. Es ist halt so edgy, um edgy zu sein, ja. Und das ist, finde ich, halt immer so ein bisschen langweilig. Ja, und gleichzeitig auch so Sterbevideos und irgendwelche krassen Unfälle wird auch immer mehr auf Instagram. Ich finde das krass, also stimmt. Auf Twitter war das ja immer so eigentlich okay, deswegen war Twitter eigentlich auch immer ganz gut, sage ich mal, als Newsquelle, wenn jetzt irgendwie
ein Attentat war oder sowas. Mhm. Also diese Videos hast du nie auf Instagram gesehen, aber auf Twitter schon. Aber das scheint sich gerade zu verändern, keine Ahnung. Es gibt ganze Seiten inzwischen, ne? So endlich die Seite, die du gesucht hast, irgendwelche Mordanschläge und ja, so, genau. Menschen, die dann irgendwie erschossen werden oder irgendwas anderes passiert. Und ich als unbehelligter Typ, der einfach nur irgendwie so Wrestling-Videos gucken will und so. Na, die kommen aber teilweise auch schon nah dran. Was ich dir da neulich geschickt habe, dieses Wrestling-Video, der schmeißt sich da auf so ein Auto drauf, auf ein altes, das ist kein professionelles Wrestling, wie ihr euch Zuhörer habt. Backyard-Wrestling. Es ist Backyard-Wrestling. Ja, ja. Und dann springt halt ein Zweiter diese fucking 4-5 Meter im Backflip mit einer Neonröhre so auf dem Bauch auf den anderen drauf mit den Knien, sodass das Dach von dem Auto sich übelst einbeult. Ja, aber das ist Konsens. Das heißt, es ja, ist eine Show, weiß. Das ist eine Art Stuntshow, ein Theater und so. Aber das ist das, wo Lassie wieder sagen wird, oh, ihr Männers, oder also so vielleicht nicht, aber das ist der Grund, warum Männers nicht so lange leben und so, weißt du, weil ja völlig, naja, völlig es kann ja sein, dass Menschen, die männlich irgendwie geprägt sind, dass sie halt eher solche Hobbys betreiben, aber es gibt ja auch durchaus viele Frauen, die Wrestling betreiben oder auch Backyard Wrestling. Was ich sagen wollte, ist, ich scroll auch manchmal so ganz unbedarft durch Instagram, durch die Reels durch und so, guck mir halt so Wrestling an, vegane Kochvideos, keine Ahnung. Und auf einmal sehe ich so eine Hochzeitsgesellschaft, die da so tanzt und auf einmal bricht der Boden irgendwie ein und alle sterben da drin. Ich dachte, das will ich überhaupt nicht sehen gerade. Kann man aber angeben, ne? Kein Interesse. Das mache ich ja ständig. So. Kommt immer so ein oder auch manchmal ich mach so, das jedes Mal, wenn so halbnackte Menschen vor. Genau das, wenn ich Titten sehe, direkt weg, Alter. Das ist wirklich, ja. Weil da bist du einmal in so einem Loch drin, Alter. Ich bin über die Pisse- und Kackvideos mal zu so Stillvideos gekommen, weil ich es witzig fand. Da ist so offensichtlich Bait. Also die stillt nicht normal, sondern es ist halt so ein Busenwunder, die da halt so random ein viel zu altes Kind irgendwie neben sich sitzen hat und so halb alibimäßig an ihrer Ocke murmelt. Mhm. Und das habe ich dann halt mal weitergeschickt und plötzlich habe ich nur noch Tittenvideos gehabt, schnell. Alter. Vor allem so Kopfschussvideos will ich alles überhaupt nicht sehen bei Instagram, da war ich voll überrascht, weil eigentlich kommt da sonst immer so eine Meldung von wegen Real Anzeigen, wegen sensibler Inhalte. Ja, stimmt. Aber manchmal kommt das einfach nicht, da ist einfach nur ein Kopfschuss und dann denkst du, ja, geil und weiter, ich will jetzt Wrestling gucken. Oder ich habe TikTok mir runtergeladen, um was auszuprobieren und hatte mal rumgescrollt und ich mache das echt nur so einmal die Woche oder so, dass ich da mal reingucke, was das so ist. War ein Experiment. Und auf einmal wird mir angezeigt, wie zwei Jugendliche auf dem Geländer steigen. Und ich dachte, ja, was wird da jetzt passieren? Auf einmal fallen die nach hinten und es macht. Und ich dachte, okay, gucken die Beschreibung, die Kommentare rein. Das war ein Suizid von halt zwei Jugendlichen aus Russland oder Ukraine. Ich glaube, war Russland. Und habe mich dann mal reingelesen, bin dann so Rabbit Hole reingefallen. Das waren irgendwie Stiefgeschwister, also nicht blutverwandt, aber die waren halt irgendwie Eltern, sind zusammen und die haben sich verliebt ineinander, die beiden. Und es wurde wohl nicht akzeptiert und die waren da so 14, haben sie einfach vom Balkon runtergeschmissen. Und das wollte ich überhaupt nicht sehen, sowas. Und dieser Klong, danach ist ein Schnitt zu ihren Leichen quasi, weißt du. Und ich dachte, das will ich überhaupt nicht sehen, so ein Scheiß. Das haben die auch selber gelivestreamt sozusagen. Und danach gab es dann so ein Schnitt halt zu irgendeinem Polizei- oder Pressebild, wo ihre Körper auf dem Boden liegen. Ich dachte, das will ich überhaupt nicht sehen, sowas. Und es ist schon echt gefährlich. Und da kann ich echt den Song Nachbeben von Alligator empfehlen. Dass es schnell geht, dass man in so ein Rabbit Hole reinfällt und man auch neugierig ist natürlich, ne? Irgendwie, man will so krasse Videos sehen und so. Von irgendwelchen toten Leuten oder von Leichen oder wie die halt gerade sterben. Aber das bleibt im Kopf drin und lag doch an dir. Auch so mit 15, 16, das muss ich aufstoßen, mit 15, 16 war ich auch nur, gehe ich auf so Blogs unterwegs wie Rotten.com oder Klassiker. Und es gab so einen Blog, der war völlig random, der hat manchmal einfach nackte Leute gezeigt, dann aber auch irgendwie aktuelle Nachrichten und News. Chaotic. Ich weiß nicht mehr, auf einmal, dann machst du halt nächster Beitrag, dann waren einfach mal drei Köpfe abgeschnitten auf so einer Motorhaube und so ein Typ mit Messer lacht davor und denkst so, also, krank. Das ist einfach krank. Das ist auch so ein Ding, ja, weil ich mir auch irgendwie mal irgendwann witzige Sachen angucke oder halt auch so eine Phase hat, wo ich mir jeden Scheiß angeguckt habe oder halt jeden krassen Film mal so, um mich da mal reinzuwurschteln. Aber das ist, glaube ich, auch einfach richtig, richtig schlecht für dein Gehirn, wenn du Sexualität mit dieser harten Brutalität so in Connection bringst, wenn das so gemischt dir präsentiert wird. Das kann nicht gut sein fürs Gehirn, Alter. Und einmal, das weiß ich noch, da war ich auch noch unter 18 und ja, ich habe gelegentlich Pornos geschaut als Jugendlicher. Schlingel. Und da war auch einmal eins dabei, so als Vorschaubild und ich konnte es gar nicht glauben, das war irgendwie als so vorgeschlagen, das war einfach eine Frau,
deren Beine zerfräst waren. Mhm. Die lag irgendwie auf dem Bauch und ihre Beine waren zerfräst auf der Straße oder so. Die wollte wohl, war wohl Autounfall oder sowas. Und klar klickt er halt drauf aus Neugier und dann sieht man halt, wie sie halt von einem Auto überrollt wird und ihre Beine waren dann zerfräst von so diesem Auto. Und drunter waren dann die Kommentare so, oh mein Gott und so, die Frau tut mir voll leid. Und es war ein echtes Video einfach gewesen auf einer Pornoseite und es wurde nicht entfernt. Und ich habe es, glaube ich, auch gemeldet oder so, aber es ist auch nicht gelöscht worden. Das fand ich halt richtig, richtig komisch. Ja, und das geht ganz schnell, dass du da reinfällst. Ich wollte gerade sagen, wie sind wir da reingerutscht? Wir sind genauso schnell da reingefallen, wie es gehen kann, ja. wenn du immer nach unten swipest. Weißt du, du hörst gemischtes Hack und einmal kommst du zu Brennpunkt Internet. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, das ist die logische Extremisierung, oder? Ja. Also das ist Einstiegsdroge, gemischtes Hack und dann ganz am Ende, da bist du schon, da hast du schon Raketenwerfer auf dem Rücken, aus Hollywood, so die Collins-Brüder und ganz unten sind dann quasi Tino und Robin vom Brennpunkt. Ja. The Rabbit Hole durchgespielt. Wir sind quasi die zerfrästen Beine. Ja. Ja, Achmon Gold wurde gebannt für 14 genau. Tage. Ja. Und hat dann ein Statement gemacht. 14 Tage nur? Wieso werden die nicht mal für immer gebannt, solche. Ja, weil die ja auch viel Geld mit denen verdienen, ne? Ist halt leider so. Da wachsen neue nach, Alter, ich raff das immer nicht. Die haben so viele Twitch-Millionäre. Auf jeden Fall hat der das, glaube ich, auch verstanden. Der hat dann mit irgendeinem Typen, ich weiß nicht, ob das wieder Hassan war oder so, hat ein ausführliches Gespräch geführt, warum das vielleicht nicht so ein geiler Take ist, den er da gebracht hat. Und hat dann das erste Mal ein Entschuldigungsvideo gemacht und hat dann da gesagt, dass er sein Zimmer mal aufräumt. Und das ist die eigentliche Sensation. Das ist ein Skandal. Weil der irgendwie Multimillionär ist und seit 13 Jahren da in so einem Messi-Suffranz lebt. Und hat jetzt gesagt, jo, das will ich jetzt mal auf die Reihe bekommen. Das ist der habe ich auch schon vor ein paar Monaten mal berichtet. Der hat Millionen auf dem Konto, aber hat eine Wohnung oder ein Haus, was aussieht wie Scheiße. Ja. Spannend. Da kann man doch locker jemanden irgendwie einstellen, der das macht. Ja, müsste man ja auch erstmal machen, ne? Oder 10 Leute. So. Wir haben noch einen kleinen, wir kommen jetzt von den ganzen toten Leuten, die wir gerade besprochen haben, mit Kopfschüssen und zerfrästen Beinen, kommen wir zum One Direction Star Liam Payne. Der ist nämlich gestorben. Der ist nämlich jetzt auch auf Rotten.com und da kann ich direkt auch nochmal extra kommen. Echt? Seine Leiche oder was? Nein, keine Ahnung, ich war da ewig nicht. Gibt's die Seite überhaupt noch? Ich glaube nicht. Da kann ich aber auch nochmal Instagram anschmeißen, weil wir haben ja hier oft den Nekrolog geöffnet. Genau. Und ich habe ja wirklich einen durchtriebenen Algorithmus, der wirklich sich über jede Scheiße hermacht und Witze drüber macht. Von Epstein über Stephen Hawking zu, was jetzt neu, nicht R. Kelly, wie heißt der andere? P. Diddy. Ja. Da werden immer ordentlich Jokes gemacht, aber über so Tote eher nicht. Und der ist jetzt der Erste, der so richtig tot gemimt wird. So von wegen, auch von iCarly oder so, was ich auch nie geguckt habe, aber so ein Ausschnitt, Point of View, du bist gerade in Argentinien und machst da Urlaub und dann fällt dabei iCarly irgendwie einer nach unten. Und nur sowas. So, also One Direction ist wahrscheinlich. Ne? Darüber habe ich erfahren, dass dieser Liam Payne jetzt keinen Pain mehr spürt. Gar nicht mehr. Also der war in Argentinien im Urlaub und es war ein Unfall oder so. Also Buenos Aires war ja in einem Hotel und ist da aus dem dritten Stock quasi gestürzt, gefallen, man weiß es nicht genau. Er hatte wohl öfter mit Dämonen, schon länger mit Dämonen zu kämpfen, mit Alkohol, Drogen, soll wohl auch so Sexarbeiterinnen nicht bezahlt haben. Und das, eine Schlinge. Ich hoffe, da hat ihn eine runtergeschmissen dafür. Und kurz vor seinem Tod gab es wohl noch ein Selfie seiner Freundin oder eine gute Freundin, die was sie noch bei Snapchat gepostet haben. Da war er wohl betrunken, hat wohl auch randaliert und hat dann der Hotelchef bei der Polizei angerufen und meinte, ich brauche Hilfe, hier ist jemand, der randaliert. Und dann sind die Einsatzkräfte eingetroffen und da haben die wohl nur noch diesen Knall gehört, wie er zu Boden quasi gestürzt ist. Und der ist mit 31 Jahren jetzt einfach gestorben und hatte halt mit Problemen zu kämpfen. Und das ist sehr, sehr schade, sehr traurig. Er war talentiert, konnte auch echt gut singen. War nie, also ich habe One Direction nicht aktiv gehört. Aber wenn ich die gehört habe und die liefen mal, fand ich das eigentlich mal ganz cool. Ne? Aber ich war jetzt auch kein Fan von denen. Ja, es stellt sich raus, die One Direction war tatsächlich einfach nur straight nach unten. Nach unten, ja. Genau, das war die Last Direction, die er hatte. Ich glaube aber, warte, jetzt kommt meine Conspiracy. Also, wir haben ja von Kraftklub gelernt, wenn der geküsst wird, macht der Noel wieder Songs für Liam. Genau. Und der Liam dachte, das ist auf ihn bezogen und der wollte nicht, dass dieser Gallagher-Spacko
einen Song jetzt macht über den One Direction Spacko und da hat er sich gedacht, ne, da schmeiß ich ja lieber wie die Russenkinder da mich hier in den Tod. Das kann schon sein, ja. Das ist es nämlich. Ich meine, den Tod von Kanye wird er eh nicht überdecken können. Das ist richtig. Ich meine, er ist nicht auf dem Zivilmarkt aufgetreten, Liam Payne. Also er ist kein richtiger Musiker. Hast du mir das geschrieben oder wer hat das geschrieben, dass morgen 13 Uhr irgendwie so ein Kanye-Ding nochmal ist? Nicht morgen, übermorgen, Sonntag, Montag müsste es sein. Montag ist nochmal so eine Art Trauerfeier in der Weimarhalle, genau. Geil. Trauerfeier für Kanye, geht alle hin, morgen 13 Uhr. Man kann ja auch Geld spenden, irgendwie für irgendeine Organisation. Also es ist wohl relativ cool gedacht, so, dass man nicht irgendwie Blumenkränze kaufen soll, sondern sie sagen, statt Blumenkränze und so, werfen ein paar Euro in die Kollekte und dann geht das irgendwie in einen guten Verein. Los, Baby, wirf ein paar Euro rein, Baby. Es gab wohl auch einen toten Neonazi, der war vom dritten Weg, soweit ich weiß, und hat seinen letzten Weg angetreten mit einer Wandergruppe, auch Neonazis, und zufällig bei Hitlers Lieblingsgebirge, ich weiß gerade nicht, wie das Gebirge hieß, aber seine Kameraden meinten dann nach seinem Tod so, ja, es war Zufall, dass sie da langgelaufen sind, es war keine politische Aussage, dass sie Hitlers Wanderweg da langgelaufen sind. Und da gab es auch ganz, ganz viele witzige YouTube- und Reddit-Kommentare zu seinem Tod, irgendwie, ist das der Linksrutsch, vor dem sie alle reden und so, und da haben sie auch sich über den Fascho-Tod lustig gemacht und ja, das war auch eine Meldung. Das ist nicht nett. Wir sollen übrigens die Holzschnecke mal wieder bringen. Als beliebte Kategorie. Da habe ich jemanden. Mhm. Nämlich bei Nick Jonas von den Jonas Brothers, ein Disney-Star. Der hatte wohl ein Konzert gegeben. Und zwar, wo war das? Wenn ich das kurz rausfinde. Steht gerade nicht da. Aber es gibt auf jeden Fall doch in Prag. Und zwar, da performt ein Konzert und es gibt ein Video, wie er halt ganz schnell von der Bühne runterrennt, richtig panisch. Und jetzt kam raus, dass er einen Laserpointer quasi gesehen hat. Ach, der ist eine Katze. Genau, das ist wie eine Katze quasi hinhergerannt. Und ich gebe die Holzschnecke der Person, die mit dem Laserpointer auf Nick Jonas gezeigt hat. Die Heuschnecke? Die Holzschnecke. Die Holzschnecke, die Nick Jonas abbekommen hat und er jetzt quasi von der Bühne gerannt ist. Also der hat gedacht, er wird erschossen. Genau. Ein rotes Licht ist vor seinem Auge passiert. Also wir leben in einer düsteren Zeit, deswegen ist das blöd, aber in sich ist das eigentlich ein witziger Prank. Also wenn du dir vorstellst, dass du mit so wenig Aufwand, weil da ist offensichtlich ein Laserpointer, welcher Scharfschütze würde da wirklich... Also das ist ja Quatsch, sich da vorher zu verraten. Man weiß es nicht. Alle anderen sehen es ja dann, weißt du? Er selber sieht es natürlich nicht, aber bei so einem Konzert, wo 1 Million Menschen stehen... Na, wie bei den Red Hot Chili Peppers, wo da auch letztens eine Drohne irgendwie rumgeflogen ist, die nicht autorisiert war und die auch da von der Bühne geholt worden sind, ne, aus Angst, dass es schießen könnte und so. Das kann, ja, deswegen meine ich, wir leben halt nicht in so unschuldigen Zeiten, aber wenn wir in unschuldigen Zeiten leben würden, wäre das schon irgendwie... witzig, dass man mit so einem einfachen Gadget, mit so einem 10-Euro-Ding, so ein ganzes Konzert lahmlegen kann. Da manche schon irgendwie viel ganz hohe Strafen zahlen müssen. Weil es ist auch nicht geil, weil es schlecht für die Augen ist. Ja, und Jugendlichen, es gibt auch Jugendliche, die haben mit Laserpointern so auf Hubschrauber gezeigt oder so und die mussten dann irgendwie notlanden. Also es ist echt ein Ding, dass manchmal Jugendliche mit Laserpointern so Flugzeuge und sowas anleuchten wollten und das auch geschafft haben. Da gab es schon Leute, die echt dann richtige Polizeieinsätze hatten deswegen, wegen Laserpointern. So einfach kann es gehen. Habt ihr auch damals in der Schule Lehrkräfte gehabt, die mit Laserpointern irgendwie an die Tafel gezeigt haben? Nee. War bei uns ein Ding irgendwie in meiner Schule? Nee, gar nicht. Also bei uns wurden schon die Lehrer gemobbt, die ihre Kreide in so Halterung reingesteckt haben. Ja, gut, damit die Hand nicht knusprig wird oder was weiß ich. Also wir hatten Lehrkräfte, die hatten dann echt so mit Laserpointern so auf die Tafel gezeigt, weil sie mit sie nicht so einen Stab in die Hand nehmen müssen. Nee. Nee, also generell. Oder hast du noch einen Holzschneckenkandidaten? Boah, weiß ich nicht. Also die Holzschnecke wird ja echt für so Lamos oder so vergeben, aber ich glaube, ich habe hier keine Lamos. Ich habe nur noch geile Scheiße. Also die Holzschnecke könnte man natürlich an Thomas Gottschalk geben. Vielleicht ja, das noch da gab es noch eine Neuerung, genau. Also irgendwie Shitstorm nach Plan hier in seinem Buch nämlich. Ich kann meine Sache rauslesen. Erzieherische Maßnahmen in der Öffentlichkeit wurden gewissenhaft dokumentiert. Als ich meinen Sohn Roman unbeherrscht eine knallte, weil er 3 Kugeln Vanilleeis vor der Eistheke fallen ließ, drohte ein Fremder, der den Vorgang mitgefilmt hatte, mich bei der Presse als Rabenvater bloßzustellen. Ganz kurzer Einwand.
Wer als Kind so unkreativ und widerlich ist und sich einfach nur 3 Vanillekugeln holt, der hat dafür schon allein Schläge verdient. Ja, das war's dran. Vanille ist ja wohl das absolute ranzige Konsenseis. Nur noch schlimmer von, weiß ich nicht, Sahne-Eis oder so. Gibt ja manchmal so Eis. Zitrone, das ist so. Na, Zitrone hat wenigstens noch so die Ebene, die ist ja süß und sauer. Da hast du irgendwie so 2 Ebenen. Aber Sahne-Eis, also wirklich einfach gefrorene Milch sozusagen. Ja, Schmutz. Und sowieso. Ja, Joghurt-Eis vielleicht auch noch. Aber Vanille ist eher wirklich Konsens, Schmonsens. So, ein weiteres Mal musste ich mich selbst zur Ordnung rufen, weil mir die Hand wegen eines Sakrilegs ausrutschte, mit dem Tristan mich bis heute aufzieht. In einer Boutique lief auf einem altmodischen Plattenspieler das Album Rubber Soul von den Beatles. Während ich mich nach einem Anzug in meiner Größe erkundigte, tat mein gelangweilter Sohn das Einzige, wozu aus seiner Sicht ein Plattenspieler gut war. Mitten in Norwegian Wood fing er an, auf dem Teil zu scratchen. Und als Paul McCartney jaulend den Geist aufgab, hatte mein armes Kind schon eine gefangen. Ich musste mir schwere Vorwürfe von meiner Frau anhören, denn natürlich hat mich das Kerlchen bei ihr verpetzt und meine Fingerabdrücke hielten sich ziemlich gut auf seiner Backe. Ich kann mich nicht erinnern, als Kind eine ähnlich zarte Haut gehabt zu haben. Das Diss an seinen Sohn nochmal dran und gleichzeitig an die gute alte Zeit. Ja, er hat es besser vertragen, als er von seinem Vater wieder weggelatzt wurde. Generell Thomas Gottschalk irgendwie die ganze letzte Woche so ein bisschen im Kreuzfeuer zurecht. Der auch, ist schon lange abgestürzt, der alte Mann. Ey. Ja, aber die letzte Woche war halt besonders. Aber ich habe das Gefühl, das ist halt, also der schreibt das doch rein und weiß doch, was das auslöst. So. Weil kein Schwein interessiert sich sonst noch für diesen Typen. Wahrscheinlich. Der hat ja auch einen Podcast zusammen mit dem anderen Nasentyp, die Supernasen oder was heißt. Ja. Hört sich auch keiner an. Und das andere Ding war noch, dass er in einer Talkshow war und quasi Thema war, dass er übergriffig war. Und hat ja auch gesagt, er ist nur dienstlich übergriffig, das hatten wir ja letzte Woche schon erwähnt. Und in dieser Talkshow macht er das deutlich, indem er halt wieder die Frau einfach angeht und so zeigt, ja, und dann habe ich ihre Hand so genommen. Oder also er hat berichtet, dass ihn das traumatisiert hat, wie eine Frau mal seine Hand so mit 2 spitzen Fingern genommen hat und so von ihrem Bein entfernt hat. Der arme Thomas Gottschalk. Der arme Thomas Gottschalk. Und während er das erzählt, macht er das halt bei der random Frau neben ihm. Und das war auch ganz witzig. So. Eigentlich hätte er die Holzschnecke verdient, oder? Die Heuschnecke, sagst du? Die Holzschnecke. Holz. Holz. Ja, Adam. Es war ein langer Tag. Geben wir ihm die Holzschnecke. Sehr gut. Also eigentlich habe ich noch einen Kandidaten für die Holzschnecke. Ja, ich auch, aber leg du vor. Das ist jetzt halt wieder unser kleines Amerika-Segment. Vom Donald Trump gibt es nämlich ein bisschen was. Dann hätte ich noch ganz, bevor wir nach Amerika fliegen, hätte ich noch den Wolfsburg-Spieler. Ich muss kurz hier laden. Es gab nämlich einen Fußballer, der hat bei der Autogrammstunde ein Autogramm geben abgelehnt von einem Trikot mit Regenbogenfarben. Hat es mit dem Kommentar abgelehnt, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Mhm. Und das war nämlich der Fußballer Behrens. Jetzt mal abgesehen davon, dass man halt wirklich irgendwie sehr fragil sein muss, um von bunten Farben so getroffen zu sein, sage ich mal. Es ist ja auch aus PR-Sicht einfach dumm, das so zu formulieren. Ja, klar. Also ist der, hat er zu viele Kopfbälle gemacht in seinem Leben? Das kann sein. Also ich kenne jetzt Kevin Behrens nicht wirklich, ich habe von dem noch nie was gehört. Oder musste jetzt eine saftige Geldstrafe zahlen vom Verein und hat richtig Ärger bekommen. Und auch der Cheftrainer hat wohl auch gesagt, das ist, oder Präsident, weiß ich nicht mehr, einer von denen, dass er jetzt auch beweisen muss, dass es ihm wirklich leid tut, weil er sich auch entschuldigt dafür. Er darf jetzt nur noch im Verein bleiben, wenn er selber mit so einem Trikot rumläuft. Ich hoffe. Und dass es Konsequenzen hat. Das fand ich ganz cool. Und eigentlich, wenn ich jetzt bei Facebook oder bei Instagram, keine Ahnung, in Kommentarspalten gucke und lese so homophobe Kommentare, haben ganz viele auch irgendwelche Fußballvereine als Profilbild oder so. Mhm. Ne? Und es sind alles immer Vereine, die sich gegen Schwulenhass einsetzen und gegen Homophobie, ne? Das finde ich mal ganz, ganz wild. Also wenn Menschen das so trennen können. Also Fußball, und jetzt kommt wieder ein Hot Take, so wie das Franz-Musik Schreimusik ist für Leute, die in ihrer Jugend hängen geblieben sind. Also nicht Franz-Musik, speziell Franz, sondern dieses Genre an Musik. Nee, der andere Take ist, dass Leute, die so richtig leidenschaftlich Fußball sind, nicht alle, ja, aber einige, dass für die das ein Ventil ist, weil die in keiner anderen Ebene ihres Lebens es einfach schaffen können, ihre Emotionen irgendwie rauszulassen oder ordentlich zu verarbeiten. Dann holen die halt den Schiri an. Genau, und dann geht halt all diese Emotionen in diesen Sport rein, ohne selber mitzumachen, sondern einfach nur
ja. Mhm. Weil du sonst halt das nicht auf die Reihe bekommst. Wie der Aussie in Real Life quasi. Ja, genau, weil beim Fußball, da sind Emotionen halt erlaubt. Aber wenn jetzt jemand so leidenschaftlich irgendwie einen romantischen Film gucken würde oder was weiß ich, irgendwie seinem Kind im Park hinterher jodelt, was weiß ich. Zur Therapie gehen vielleicht. Zur Therapie gehen. Das ist halt nicht so cool. Ja, ich will nur möglichst viele Leute vor den Deckel stoßen. Also wenn ihr Fußball guckt, dann habt ihr Probleme bei Emotionsregulierung. Ihr seid toxisch männlich, wenn ihr Fußball guckt. Auch als Frauen oder nicht. Fußball, Fußball, Fußball. Runde, ich muss in das Loch rein. Großes Loch im Rasen, Fußball. Ja, genau das. Ja. Genau das. So, jetzt haben wir genug. Jetzt muss erstmal wieder eine Minderheit beleidigt werden. Was ist eigentlich mit den Juden jetzt schon wieder? Nee, wir müssen in den Flieger steigen und uns ja, die USA angucken. Ja, genau. Also, Donald Trump hat wieder einen richtigen rausgehauen, einen richtigen Emil. Geil. Also, mehrere. Also, er sagt ganz viele Interviews gerade ab und hat mehrere desaströse Interviews in der Vergangenheit gehabt, wo er dann so richtig bockig so mit verschlossenen Armen dasteht und zu so einem Typen, der sich halt mit dem Fachgebiet auskennt, sagt, nee, du warst dein ganzes Leben falsch und so. Aber das ist weniger witzig. Es gab zwei Events, wo er einfach nur so rumsteht. Er hat und tanzt. Wenn man das Tanzen nennen kann. Ja. Das ist schon sehr witzig. Es gab ein Town Hall Event. Ein Town Hall Event ist klar definiert in den Staaten. Das ist, du stehst da vor Leuten, die dich potenziell gut finden. Also es ist keine Rallye von nur Fans, sondern so, ne? So Leute, die irgendwie sich interessieren. Da gehen jetzt eher nicht Demokraten hin und die stellen dann Fragen. Das ist das Relevante, dass das Publikum an dich Fragen stellt. Mhm. Das ist das definierte Town Hall Event. Oh, schwierig. Er hat zwei Fragen gestellt bekommen. Und dann gab es, weil es da drin irgendwie heiß war, so einen medizinischen Notfall. Da ist halt einer umgekippt. Das wurde nach 3 Minuten geklärt. Und ab diesem Punkt hat er gesagt, ach komm, was ist mit Fragen? Scheiß auf Fragen, wir machen jetzt hier Musik. Und dann ging das eine Dreiviertelstunde, lief da ein Lied nach dem, also es lief allein dreimal Ave Maria in verschiedenen Versionen. Ja, und er hat dann immer so eine Sekunde, so 1-2 Armbewegungen dazu und dann steht er wieder nur so da. Die ganzen Co-Hosts, auch so eine Gouverneurin steht da mit auf der Bühne, die wissen nicht, was abgeht. Mhm. Und dann gibt es ein Foto Backstage, hat einer quasi vom Teleprompter ein Foto gemacht, da stand drauf, bitte wenigstens noch 2 Fragen, bevor Musik kommt. Mhm. Wurde auch ignoriert. Er ist wirklich großartig. Und jetzt vorgestern war noch mal so ein Ding. Vor Fragen hat. Oder keinen Bock mehr, keine Energie mehr, was weiß ich. Vorgestern war noch mal ein Ding, da ist er ausgesetzt und hat 16 Minuten gar nichts gemacht. Mhm. Also ein Mikrofon ist irgendwie ausgegangen. Aber es kannst du mir eigentlich nicht erzählen, dass bei so einem großen Event da kein Ersatzmikrofon in wenigen Sekunden bis Minuten da ist. 16 Minuten ging's und es ist nichts passiert. Mhm. Er ist einfach nur hin und her gelaufen, hat hier mal gewunken, steht halt da. Und dann geht das Mikrofon wieder an und er sagt dann so, ja, also hier bezahle ich nicht meine Miete bei diesem Event. Hätte er wahrscheinlich auch so nicht gemacht. Also die Stimmen werden wieder lauter, dass er jetzt der demente alte Mann ist. Ja, sicher. Es gab auch Kritik an Kamala Harris, weil die an irgendeinem wichtigen Essen nicht teilgenommen hat, was wohl Tradition war, dass jeder Präsidentschaftskandidat da mit ist. Da wird auch Geld gesammelt und sie war wohl nicht da. Sie hat wohl nur, also einfach gestrichen, nur Geld gespendet und halt ein Video eingeschickt, dass sie halt nicht da sein konnte. Nee. Und das nehmen gerade viele auf als großen Skandal und einer Präsidentin nicht würdig. Was ich witzig finde im Vergleich zu dem, was Trump sich halt leistet, dass sie sich auf Bühnen stellt. Die werden komplett nicht an gleiche Standards gehalten. Die hat ein Interview gegeben bei Fox News, was ja ein Propagandasender ist, also Journalismus kann man das nicht nennen. Und nennen die es sich auch selber nicht. Die haben sich ja vor Gericht schon mal damit gerechtfertigt, dass sie Entertainment machen und jeder, der klug ist, das zu differenzieren weiß. Also offiziell, ja, die heißen zwar Fox News, aber offizielles Gericht, ja, wir machen keine News, wir sind keine Journalisten in dem Sinne. Es geht nur so. In den USA, glaube ich, so eine Differenzierung. Es ist wirklich wild. Ja. So, und da ist sie quasi in die Höhle des Löwen und hat sich da relativ gut geschlagen. Ja, geht jetzt ins Detail, müssen wir nicht so lange machen. Hier holen wir nochmal ganz kurz Euleuin Moisk ins Boot, den alten Freund und Kupferstecher. Während SpaceX es diese Woche geschafft hat, so eine geile Rakete irgendwie wieder einzufädeln, dass die wieder so landet. Da habe ich auch einen Beitrag gesehen darüber, dass alle irgendwie Elon Musk feiern dafür. Ja, der kann selbst auch. Aber so ein Mitarbeiter sagt, ey, das waren unsere Probleme, so wir haben die gelöst und geklärt. Ja. Und er gibt halt das Geld dafür, na klar. Aber er hat überhaupt nichts dazu beigetragen. Gegenteil, wenn er dazukommt und seinen Senf abgibt, dann macht er meistens alles noch schlimmer und komplizierter.
Und eigentlich müssten wir den Kredit bekommen und nicht er. Ja, genau das wollte ich nämlich sagen. Während quasi SpaceX sich mit Ruhm bekleckert, macht er das in ironischer Form und packt die 4 Jahre alten Conspiracies wieder aus, von wegen, dass die Dominion Voting Machines, die es da gibt, also eine Art von Automat, der das quasi auszählt, dass die quasi für den Betrug von 2020 verantwortlich sind. Und das wiederum, um den Bogen zu spannen, ist eine debunkte Theorie, die vor Gericht ganz klar definiert als falsch erarbeitet wurde und wofür auch der Sender Fox News 700 oder 781 Millionen oder so was Strafe zahlen musste. Und die packt er jetzt nach 4 Jahren wieder raus. Hat gleichzeitig, das finde ich noch wilder, es gibt einen Twitter-Account von das Auswärtige Amt oder so, das heißt einfach nur @America. Das hat er jetzt quasi gekapert, weil ihm gehört Twitter und verbreitet darüber halt so Propaganda mit hier wählt mal republikanisch und registriert euch zum Voten. Ganz, ganz komisch. Ja. Das nur kleines. Aber das ist doch so offensichtlich. Ich verstehe das halt nicht. Ja, aber die Leute, die sagen, ja, die Republikaner sind's. Also, pass mal auf. Wenn jetzt Gregor Gysi. Ja. Dein deutscher Elon Musk. Wenn der jetzt Threads kaufen würde. Ja. Und auf Threads verbreiten würde, jedes Profil müsste jetzt Regenbogenfahnen haben oder so. Würdest du ja wahrscheinlich erstmal sagen, cool. Nee. Also, nee. Ja, würdest du nicht, weil du ja klug bist. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Dass Leute halt dazu geneigt sind, wenn es der eigenen Meinung gegenüber passt so, dass man dann halt sehr viel toleranter ist gegenüber Sachen, die eigentlich gar nicht gehen, wenn man es mal objektiv betrachtet. Ja, also das verstehe ich ja auch, toleranter. Aber das ist ja wirklich eine einzige Shitshow. Das ist ja eine völlig einseitige propagandistische Aktion nach der anderen, die halt Musk da macht. Ja, klar. Das ist halt, was ich nicht verstehe. Das Geile ist ja, dass er Twitter gekauft hat mit der Aussage, er macht Free Speech jetzt wieder klar und Free Speech bedeutet für ihn, dass beide Seiten gleichmäßig getriggert werden, die Linken und die Rechten. Und jetzt ist er halt so 100% in einem Lager. Das ist halt so dieser offensichtliche Widerspruch, ne? Und das verstehe ich halt nicht. Und ja, du hast ja recht, es gibt viele Menschen, die wissen das wahrscheinlich auch, dass es so passiert und dass Musk auch so ist. Aber weil es halt ihre eigene Meinung irgendwie vertritt, finden die es eben in Ordnung. Aber dass man irgendwie diese Dissonanz nicht rauskriegt aus dem Kopf, dass man sagt, ey, eigentlich ist das doch relativ unfair. Ich meine, auch ich bin ja jemand, der auch sagt, na klar haben die Montagsschwurbler ihr Recht dazu demonstrieren, aber die sollen doch nicht rumheulen jeden Montag und behaupten, wir hätten eine Diktatur, obwohl diese Demo genehmigt wurde von den Behörden und die Bullen auf die aufpassen, dass sie ihre Demo friedlich machen können. Das ist einfach nur widersprüchlich. Dumm. Es ist dumm. Nennen wir es dumm. Ja, das ist halt so offensichtlich bescheuert. Das verstehe ich halt alles nicht. Ja. Das macht mich wütend und macht mir auch ein bisschen Angst. Und es hieß ja auch, dass eigentlich hat ja auch Hillary Clinton damals mehr Stimmen bekommen vom Volk als Trump, richtig? Ja. Das heißt doch, 3 Millionen übrigens, was nicht so wenig ist. Das lag aber nur an diesen Swing States und so, oder an diesen großen States, ne, die irgendwie... Genau, die haben das Wahlsystem vom Electoral College. Dadurch sind halt diese Swing States... Also bis zu 25 mal mehr wert, die einzelne Stimme, weil die anderen Staaten, ja, die sind relativ klar. Da weiß man vorher, wie die voten und deswegen ist es nicht so relevant, ob die überhaupt wählen gehen. Und da werden quasi so durch die einzelnen Gebiete das ausgerechnet und nicht die totalen Anzahl an Stimmen. Weil die halt die United States sind, wo quasi nicht, wenn wir jetzt Bundestagswahl haben, dann wäre das System halt, dass irgendwie Thüringen zum Beispiel separat wählt und dann würden unsere Stimmen Wahlmänner in Thüringen wählen. Das wäre grausam. Und diese müssen dann ihre Stimme wiederum abgeben in den Bundestag. So wäre das wär ungefähr. Grausam, ja. So, und je nach Einwohnerzahl ist es dann halt anders. Aber das Problem ist, dass es halt sehr, sehr viele tiefrote republikanische Staaten gibt, wo aber fast niemand wohnt. So. Und ja, trotzdem haben die 2 Senatoren, also Kalifornien, die einfach die viertgrößte Bruttoinlandsprodukt der Welt haben, was ja, also das ist ja nur ein Staat von ganz Amerika, was insane ist. So, die mit was weiß ich wie vielen Millionen Einwohnern haben trotzdem nur 2 Senatoren, genau wie irgendwie so ein Drecks Ohio oder so, wo halt nur so ein paar Leute wohnen. Ja, das ist alles komplett dumm. Weil ich meine halt nur, wenn die vom Betrug sprechen, dann wäre der doch viel offensichtlicher. Dann wären doch auch die Abstimmungszahlen ganz anders. Dann hätte ja wahrscheinlich
die meisten Autokratien, die halt betrügen bei den Wahlen, lassen es ja schon sehr eindeutig aussehen, dass der wirklich auch ganz klar gewonnen hat. Also in dem Fall Joe Biden, ja, hätte ja einen riesen Vorsprung haben müssen zu Trump, aber das war ja auch relativ knapp. Und es ist ja jetzt wieder so, weißt du? Also Biden hat auf jeden Fall sehr viel mehr Stimmen bekommen. Ja, das auch, ist ja auch klar. Mehr als Hillary, aber... Aber ich meine, es müsste doch viel klarer sein. Das ist auch bei der AfD so, die ja auch ständig in Deutschland die Wahlen in Frage stellt und die werden ja gefälscht, obwohl die ständig stärkste Kraft werden. Und ich glaube, in einem System, in dem Wahlen gefälscht werden, da ist doch der Feind nicht die stärkste Kraft, weißt du, was ich meine? Ja. Das verstehe ich halt nicht, wie man diese Dissonanz irgendwie in diesem Kopf so behalten kann. Und das heißt ja, dass eigentlich Kamala Harris noch einen viel größeren Abstand haben müsste zu Trump, als damals Hillary Clinton den hatte. Das muss die ausbauen. Und es müssen vor allem die richtigen Staaten sein, wo sie zulegt. Und das wird so spannend. Und ich lese auch ständig, wo das auch ihre Zustimmungswerte auch sinken so leicht. Ne? Also am Anfang gab es übelst einen großen Hype zu ihr, und jetzt aber immer mehr abschwächt. Ja, es wird wahrscheinlich sich irgendwie jetzt gerade mal so einpendeln. Da wird vielleicht nicht mehr viel passieren, wenn jetzt nicht noch ein Oktober-Surprise kommt. Das ist auch so ein Traditionsding, dass dann im Oktober plötzlich noch irgendwas Krasses passiert. Mhm. Aber ja, sie nähern sich hier gerade wieder an. 538 kann man sich mal angucken, weil das fasst quasi diese ganzen Umfragen zusammen und normt das hier so. Und dann siehst du quasi, wie sie so sehr weit auseinander gehen, aber jetzt hier nach und nach sich wieder annähern. Also die waren auseinander mal, ich glaube 3,8 war der Rekord und jetzt sind sie bei 2,1 nur an Prozenten, die sie quasi auseinander sind. Also das wird spannend und deswegen werde ich das auch auf Twitch verfolgen. Anfang November ist es soweit. Wird wahrscheinlich eine Nachtschicht in den Tag rein. Mal gucken. An welchem Tag ist das? Am 4.? Am 5. Am 5. war es. Spannend, okay. Ja, interessant. Naja. Ich schaue rein bestimmt. Ich bin durch mit meinem Scheiß. Ja, same. Ich glaube, nichts mehr sagen jetzt. Reicht mir. Ich möchte bitte Like a Prayer von Madonna in den Brennpunkt. Ja, das ist bitte überfällig. Ja. Ich möchte sagen, ich feierte nicht erst seit Deadpool und Wolverine. Ja, ich bin damals, darf man eigentlich nicht sagen, aber viel zu schnell über die Dörfer gefahren mit einem Kumpel und dieses Lied lief dazu. Mit Skateboards? Ja. Es war halt nachts, keiner auf den Straßen, ist trotzdem nicht cool, aber es war einfach ein geiles Gefühl in dem Moment mit diesem Song da. Und ja, in meinem nächsten Skate-Video ist ja auch drin und ist einfach gut. Ich habe übrigens einen Fehler gemacht letzte Woche, denn ich habe einen Song reingetan in die Playlist, der schon drin war. Oh. Das wusste ich damals nicht, weil wir ja auf der Straße aufgenommen haben. Ja. Nämlich vom Lumpenpack, was zum Fick. Deswegen, ja, habe ich der Song bleibt auf jeden Fall trotzdem drin. Ich tue rein von Knorkator, Ring My Bell. Mhm. Das ist ein Cover von Anita Ward. Ja. Und der Song ist echt stark von Knorkator. Ja, aber der Original-Song ist bestimmt besser, weil safe. Der ist nämlich in GTA San Andreas drin. Eben, safe. Ja, was geht in der Woche? Hamas ist tot, ja. Also zumindest einer von den großen Leuten. Ich weiß nicht, wird nicht so hoch, glaube ich, gehen. Eminem ist übrigens 52 geworden. Hat hier so ein großes Eis oder was das sein soll, Torte. Spaghetti-Eis sieht für mich so aus. Herzlichen Glückwunsch, bald Onkel, Opa Eminem. Ja, Opa. Ja, also ich finde, man muss schon sagen, es ist noch so ein AfD-Typ aufgeflogen, so Erik Ahrens, der hat wohl hat Maximilian Krah unterstützt im Europawahlkampf. Okay. Da wurde jetzt heimlich gefilmt, wie er echt so Sachen gesagt hat, wie das die SS irgendwie ein Vorbild ist und dass man wieder jemanden wie Hitler braucht, so ein Kult irgendwie Menschen und es könnte auch er selber sein. Okay, nett. Ja, das war noch ein großes Ding. Nett. Ja, One Direction, also Liam Payne, das ist schon irgendwie ein Ding, dass so jemand stirbt. Gottschalk, ja. Ich würde gerade so 5 sagen, wenn überhaupt. Ja, 5 wirkt mir ein bisschen zu niedrig wiederum. Es sei denn, du hast One Direction, dann okay. Nee, im Gegenteil. Es ist so, aber er war jetzt nicht also der vordergründigste also One Direction. Also jetzt kurz Real Talk, dass Nordkorea einfach Truppen irgendwie reinschickt, ist schon auch ein Ding. Ja, das stimmt, ja. Also, aber es war nicht so viral, glaube ich. Nobody gives a fuck about fucking Nordkorea. Aber stell dir vor, irgendwie wir marschieren jetzt mit ein. Mhm. Das ist schon irgendwie. Ja, aber es ist wieder komisch. So das Ding von, wenn die Queen stirbt oder der Papst stirbt, ist es natürlich nur ein Mensch, der tot ist, aber es hat eine große Bedeutung. Und das Nordkorea-Ding ist in den Medien gerade nicht so präsent. No. Es juckt halt keinen. Dann gehen wir auf eine 6. 6 ist okay. Okay. Na dann geht ihr euch bitte waschen. Viel Spaß mit Knorkator und Madonna. Hört gerne mal rein. Also Ring My Bell ist ein geiler Song und dieses Cover, echt, hör du auch mal rein. Es ist echt gut gemacht. Okay.
Life is a Mystery. Tschüss. Dann lascht euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Gaga. Lady Gaga.